Hallihallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker. Willkommen in Los Santos. Und zwar sind wir hier jetzt in der nördlichen Hemisphäre unterwegs. Ihr seht es da bei diesem schönen See. Wie heißt denn überhaupt? Keine Ahnung. Wurscht. Und sind mit Trevor unterwegs vor allem. Und habe mit dem schon ein bisschen für Unruhe gesorgt. Und diesmal werden wir einfach mal schauen, was hier so los ist. Schnappen wir uns mal hier seinen Truck, seinen Grintig-Grausigen. Und fahren da mal rüber zu, wo fahren wir denn hin? Wo fahren wir denn hin? Wir fahren mal da her zu diesen schönen Fragezeichen. Fremde und Freaks. Und schauen wir, was die da von mir wollen. Was den Auftrag, was die da haben. Die Umfrage hat ergeben. Ich habe euch gefragt, ob ihr lieber First-Person-View, also Ego-Sicht haben wollt, oder Third-Person-View. Da ja an und für sich Third-Person das typische GTA-Feeling gibt. Für mich persönlich ist es aber schon so, dass ich durch diese Ego-View das Ganze noch intensiver erlebe als wie vorhin. Also ich finde es wirklich teilweise extrem, wie das rüberkommt. Und die Abstimmung ist auch so gleich verlaufen, also keine eindeutige Aussage. Und deshalb habe ich beschlossen, spiele mal primär Ego-View, außer wenn es mal irgendwie jetzt optisch blöd ist, dann schalt du mal einfach auf die andere. Was sonst mag ich es an und für sich so lieber. So, mal schauen, was die Jungs da von mir wollen. What? Come on, my throat's dry as a motherfucker. Ah, Trevor ist wirklich ein wilder Hund, gell? Der scheißt ja gar nix. What the fuck is that, huh? Nothing. Well, it didn't sound like nothing, all right? It didn't seem like nothing. I don't think that it was nothing. I didn't mean nothing by it, old man. Old man? Old man! Fuck you, you creepy old motherfucker. That's right. I said it. Creepy. Old. Motherfucker! No! Jesus! Huh? No, come on. What? Sorry. Now, where sorry. Were we exactly, get up, huh? Get up. Oh. We're sorry, man. We're sorry. Help! Help! There's a guy with a gun! Shithead! Randale. Oh, ist Randale-Geschichte. Ui, das wird jetzt was werden. Ah. Ein bisschen da in Deckung gehen. Oh, ich komme ja von überall. Ach du Scheiße. Wo ist denn einer? Ist wieder keiner. Oh, die Randale Geschichten sind nicht ganz meins da. Wo ist der? Ziehen sollte er, gell? Da hinten kommt auch schon wieder einer. Ich muss aufpassen, die kommen immer von alle Seiten, die Burschen. Die Zielhilfe ist ja schon. Oh, warte mal. Explodier! Oh, die sind oben irgendwo. Wo sind denn die? Oh, da kommen wir direkt von da. Ui. Oh, da oben! Ach du Scheiße! Oh, von hinten kommen sie auch wieder. I try to be a good neighbor, and this is what I get! Ja, der gute Nachbar, wa? Hab ich Granaten? Ist das schmal? Ah, da will ich was, schau. Ah, du hast die fallen müssen, schmeißt er den nicht gescheit. Scheiße! Wieso schmeißt er den nicht? Ach, ich muss jetzt erst zielen, okay, deshalb. Flieg in die Luft! Bremste, geht doch. Nicht genug Ziele ausgeschaltet. Verdammt, Trevor, du Sackbauer. Da müssen wir ein bisschen einüben wieder in das Ganze. 25 Hinterwäldler. Hahaha, Hinterwäldler, cool. Oh, lauf einmal. Bleib doch nicht stehen da. Ja, nächster bitte.
Aber wieder von der Seite. Alter Schwede, fällst du mal Deckung suchen. Nix. Nur die Horten kommen durch. Wow. Da ist noch einer. Alter, hinter mir. Gut, dass ich auch Adrenalin ist, gell? Nächster bitte. Was sind denn die? Wo? Da ist einer. Wie viel muss ich denn noch? 24, einen brauche ich noch. Get down. Oh. Hey, Nahkampf? Habe ich keinen, wurscht. Geschafft habe ich es, aber ich darf nur nicht sterben, glaube ich, wenn es mich nicht täuscht. Ich glaube, das ist auch noch so eine Sache. So, Alter, das ist ja viel weniger. Wo ist er denn? Da ist er. Trevor geht voll ab. Er flippt komplett aus. Zeit läuft ab. Am I creepy now? Am I? Geschafft, 39, jawohl. Oh, erledige 45, erledige 3 Gegner mit Kopfschüssen, zerstöre 2 Fahrzeuge. Habe ich gar nichts geschafft. Vollpfeife. Gut, wurscht. Egal. Macht ja nichts. Hauptsache weggehaut die Typen, oder? So, der Leichen liegen alle noch rum, das freut mich. Und mir geht's gut. So, ist das da mein Truck, oder? Das ist doch meiner, ja. So, pass auf, dann fahren wir jetzt drüber, da Richtung. Was haben wir denn zum Anbieten da jetzt? Dann werden wir uns den nächsten Spot da anschauen. Und zwar haben wir da auch nochmal die Fremde und Freaks. Da fahren wir gleich direkt hin. So, steht auch ein Kübel. Schaut eine große Beleuchtung ein. Hoppala. So, wir haben einen Offroad-Truck, deshalb fahren wir da ein bisschen Querfeld ein. Oh, Hund. Entschuldigung, drüber gefahren. Bams, Schild weg. Also dieser Sand, der hier über die Straße so fegt, das ist glaube ich neu, oder? Bei der One-Version. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Es ist schon zu lange her, dass ich die... Es ist schon zu schwer, zu lange her. Da ich die 360er-Version gespielt habe, aber ich bin gemeint, dass das anders ist. Na egal. Und trotzdem ist es wirklich großartig. Ich bin wirklich froh, dass ich mir das Game wieder geholt habe. Ich habe ja wirklich lange herumgehadert. Ich habe es schon erzählt beim ersten Teil des Videos. Also beim ersten Part des Let's Plays. Und ich bin echt froh, so, weil es ist einfach vom Umfang her. Also alle Spiele, die es hier gibt, haben alle ihre Berechtigung und sind alle gut. Aber trotzdem, das was da GTA 5 liefert, ist einfach unglaublich. Und, aua. Oh mein Gott, letztes Mal, als ich hin und her geschrieben habe, ich traue mir gar nicht darüber nachzudenken, was GTA 6 bringen könnte. Ja? Ich weiß nicht, ob man vom Umfang noch nicht größer werden kann, von der Gegend her, ich weiß es nicht, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Kann man vielleicht vorstellen, dass eine Online-Welt, ja, die einfach online am Server liegt und einfach so irgendwie runtergeladen wird, keine Ahnung. Aber es ist mir wirklich extrem schräg, was das ist. Ah, ich weiß schon, was das ist. Ich glaube, das ist, wo man diese Typen suchen muss, oder? Schauen wir mal. Da hockt doch her, da hockt doch die Alte da, genau. There you are, handsome. Hello, Maud. How have you been? Oh, simply wonderful. And you? About the same. Somewhere stuck between joy. Ja, das Ganze unterbreche ich jetzt, weil da geht es darum, dass man von ihr Aufträge bekommt. Und da muss man aufgrund des Fotos, also von da sieht man ein Foto von der Karte, von der Map, und da muss man jemanden suchen. Und das ist aber eine recht zähe Geschichte, das kann man erinnern. Es ist alles zu finden dann, aber es ist halt eine Sache, die zieht sich und das ganze Spiel. Also das ist so ein Ding, wo du sagst, dass du die Story durch hast oder so, dann kannst du es einfach machen mit der Zeit. Also das geht dann ganz lässig. So, jetzt fahren wir in Trevor mal. Ich schalte mal kurz mal auf die Außenview, einfach so zum Schauen. So Kopfgeldmissionen. Wenn wir Auto fahren, ist die Außenview schon nett, dass man einfach wieder was dagegen sieht. Und? Die Tierschützer schreien auf. Kannst du auf den machen? Das sind alles nur Pixel, meine Freunde. Alles nur Pixel. So, jetzt schauen wir mal zum Trevor zurück in die Bude und schauen, was er da für einen Auftrag noch offen hat. Das wird ein bisschen Offroad, einfach so aus dem Spaß, weil ich kann.
Ich hoffe, dass ich kann. Wow. So, das ist ein cooles eh da drüben irgendwo. Oh! diese Wagen, ich finde ja cool, dass sie mit dem Golfwagen da rumfahren. Die ganzen Verrückten da. So, schau mal. What's going on, Ron? Here for you. Here for you. Wer ist jetzt da? Them bikers. After you killed Johnny Kay. And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. Ich wollte kurz sagen, dass du vorher schon ausgeschaut hast. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny Kay meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic midlife crisis, hog-riding, shaven-headed, fruity leather, chap-wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor, they are. They're chap-wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa. Hey. Michael fucking Townley, right? Bitch, wife, two kids, 45, find him. Los Santos is a big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you, Wayne. Der Trevor könnte euch als Bürgermeister kandidieren, weil so wie die Leute unter im Griff hat. Ah, was ist recht. Jetzt haben sie ja, ein australischer Händler hat ja GTA 5 aus seinem Sortiment genommen, weil das zu brutal gegen Frauen ist. Hat man gefragt, was ist los mit euch? So richtig rennt es euch nicht, weil was ist der brutal gegen Frauen? Du musst nichts machen. So. Rot oder blau? Gut, nachdem er blau nimmt, nehme ich rot. Steig auf das Quad und los geht's. Wow! Also Quad fahren, Motorrad fahren, das ist ja auch in der Ego-Sicht wirklich spektakulär. Das reagiert sehr schnell, bis Zeit. I'm not buying anything. I need a sniper rifle with a high-power scope. A sniper rifle, ah, die holen wir uns natürlich gerne. So, Waffengeschäft, das 24 Stunden offen ist. TP Industries, ammunition. Good, because you're about to make a corporate gift of a rifle, a high-powered scope, and a suppressor. Take whatever you want, Trevor. I can't afford another fire. Oh, ja, das ist nicht schlecht. Das gratis sniper on your wall looks like it'll do the job. Gratis ist super. That's the chestnut. So, you got a scope and a suppressor for this? They won't hear me. Drauf, verbessert das Zielfernrohr. Now, stop selling weapons to that half-wit. So, nicht das schöne. Oh, die Farbe will ich auch haben, ha? Oder warte mal. Wie viel hat denn der Kohle? $108,000, hör mein Freund. Das ist Pink, jawohl! Hello Kitty! Hello, kann mich gar nicht erinnern, was es gegeben hat, hey, bei der 360er-Version. Also Hello Kitty, na sorry, Leute, das nehme ich nicht. Nein, das nehme ich nicht. Obwohl, na, nix aus. Na, denkt es nicht einmal dran. Schreibt es nicht in die Kommentare. Nein, ich nehme das nicht in Pink. Ich nehme es so. So, jetzt haben wir es. $80, das kann man es leisten. Passt. So muss gleich ein Ding, warte mal, an Körperpanzer nehmen wir uns auch gleich mit. Leichte Panzerung, Standardpanzerung, schwerste Panzerung. So. Jetzt hat wieder aus Quad. Das Quad ist rot und nicht pink, nein, das ist rot. Ja. Er gibt mich zu ran. So gut, wo ist der? Ich war der Werfel rein gleich. Auto. Hab ich mal springen können? Oh. Alter Schwede, das ist ganz schön. Two planes are touching down at the field on a weapons run. We're gonna wait till the right time and appropriate. Jetzt fährst du drüber und jump. Was ist, kommt Ego wirklich extrem. I'm up here. I don't see the hardware, but I do see a hell of a lot of bikers. Oh, kommt der Zug, jawohl, schön. So, dann gehen wir jetzt drauf und ein bisschen snipen. We gotta wait till you can slip in there unnoticed. Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. Gehen wir mal ganz rauf, denken wir mal etwas gescheiter. Desto weit oben, desto besser ist natürlich. So, dann. Ah, muss ich sowieso rauf. Ah, auch diese Tageszeitenänderungen, also. Enough waiting.
This is your moment, Ronald. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm watching you through the scope of a high-powered rifle. Right, Trevor. Right, right. Got it. Now, relax. So who is it then? The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Trevor? Yeah, I see you. Yeah, but the hui. Wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me. That's me. Don't shoot. Well, get a move on. I'm moving. Just keep me covered, okay? Ja, gib dir Deckung. Ich frage jetzt noch ein bisschen zurückzoomen, dass ich ein bisschen mehr sehe von der Umgebung. Halt, da ist einer. Die Frage ist, soll ich das wegschießen oder nicht? Baff, weg ist er. Hurry it up, Ronnie. Distanzschuss, ja. Shit, I hear an engine. They're gonna see that guy you shot. Quick, shoot out the lights on the tower above him. So bright. Come on, man. Get the lights on the base of the control tower. There's one. And there's the other. You got him. Now don't shoot the guy in the van until he stops and gets out. Baff, weg ist er, jawohl. Noch Long Trend? Na wieso? Alarm, wieso? Wieso gut aufpasst? Oh oh. Da muss noch lernen. Ah, Scheibe. Was habe ich denn das falsch gemacht? Ich hätte den Typen vielleicht früher erschießen sollen. Gut, probieren wir es halt nochmal, macht ja nichts. Fails gehören einfach dazu. Also. Gut so, nochmal. The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Here, by the road. Ja, da hampelst du wieder rum. You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me! That's me! Don't shoot! So. Jetzt suchen wir uns den Typen da am Turm nochmal aus. Der ist da, auf den schießt es gleich, also gar nicht herum. Saw a guy by the tower. I shot so, den haben wir. Now keep moving. Come on! Keep it moving! Lichter machen wir gleich hin. Dann gleich alles, was Lichter ist, da kaputt schießen. Ich dachte, immer Schalldämpfer drauf. Für die ist aber ordentlich lauter. So. Shot the lights so you can calm down. Now, don't smoke the guy in the van until he stops and gets out. Ah, nicht erschießen, bevor er aussteigt. Ah, okay. Aber jetzt ist er schon ein bisschen zu voreilig, weil dann haben wir ihn im Auto erschossen. Also müssen wir das ein bisschen bemühen. Und das machen wir so sagt natürlich. Ja, wenn ich es immer so eilig habe. Schau mal, jetzt wäre es schöner. Ah, okay, komm. Sonst trifft eh nichts, wenn sich irgendwas bewegt. So, komm, steig aus. Ah, siehst du das? Dabei zu schnell. Was hast du denn da, Freund der Nachtmusik? Weg ist er. Oh! Take him out. Shit. This ain't a joke. He's gonna go. Oh, ich seh nix. Warte rum. Oh. And they all came tumbling down. Puh. Oh no! Bottom of the tower. Another guy's on his way. He's down there. Amongst the bodies. Clean shot, Trev. Ja, gute Schuss da. He's probably looking for his buddy. He's shit. Smoke him or he'll get the others. So long, sailor. Get your sights back on me, Trev. I'm scared. Hurry it up, Ron. You're making me wish I brought the guy in the clown face. You're in my crosshairs again, and there's no one left to kill, so get over to that gas tank and plant the bomb. I
Bombe ist super. There's someone coming out of that building. I can hear him at that far door. Shoot! The guy had a buddy in the building. He's come out. Good kill, Trevor. Auch richtig in den Bauch reingeschossen, aber gut. Schön nachladen, so er da jetzt. Na gut, dass er zielen kann, während dem Laden. I'm seeing it. Just keep a lookout. Ja, ich schau ja. Ist eh hin, ganz ruhig. Chopper! Incoming! Always hated that chopper. Just fucking drive, you're bikers. It's looking for us, Steve. We ain't gonna get it. Oh, ihr müsst treffen. If I hit the chopper, everyone's gonna know we're here. Try and hit the pilot when he sets Oh, rausgeschossen, cool. Tschüss, mein Freund. Und komm mal rüber. Bamste. Oh, Waffen ohne Ende. Ich seh keinen. Wer schießt denn auf mich? Warum? Hier ist der Runway. Ja, wir müssen schaffen, hoffentlich. Toter Biker, guter Biker, genau. Goldene Regel. Friends again. Oh. Jetzt wird ein bisschen in Deckung gehen, ha? Huh? Oh, oh, oh. Jetzt habe ich einen schweren Körperpanzer, aber trotzdem glaube ich. Now start that plane. It'll all be over soon. Warte mal. Ich habe keine Granaten mehr. Verdammt. Also ich habe nur für diesen Randale gehabt wahrscheinlich. Zum Flugzeug. Da ist aber irgendwo einer. Da ist einer. Ja, was haben wir jetzt? Also diese Steuerung in meinem Fahrzeug ist die hasse ich komplett. Also da komme ich überhaupt nicht klar. Genau, so geht das, jawohl. Ist er denn einer? Einfach weiter, start durch die Kiste, starte! Ah, siehst du das? So machen wir es. Aber ich kann Granatwerfer, sag einmal. Kann nach hinten anschießen. Ah ja, geht auch. Okay, hat sich erledigt, dann ist er einfach runtergeschmissen. Jetzt bin ich gespannt, wie es fliegen wird, weil ich bin noch nie geflogen in der Ego-Perspektive. Also Cockpit-View ist sicher cooler. Das ist die Frage, ob das dann so einfach zum Steuern ist, oder? Boah, harter Hund, ey. Ja, die haben beschleunigen, LT haben langsam was werden, dann. Okay, schaut jetzt einmal. Fahrwerk ist eingefahren. Oh, Cockpit-View, mag ich schauen. Finde ich schon sehr cool. Also Cockpit-View gefällt mir schon, muss ich sagen. Ah. Ah, ist er weg. Wunderbar. Wo ist er denn überzeugt, mein Kollege, wenn ich den verfolge? Mayday, Mayday. Die Steuerung muss ich ein bisschen gewöhnen da, die Empfindlichkeit.
Machst du mal harten Hund, probier es mal unten durch. Ja, da kann ich, genau, man kann ja das Ding auch steuern, Gott sei Dank. Ah, und schön ist es da. Das ist ja da eine irrsinnig tolle Gegend da, mit dieser Schlucht. Dieser Canyon. So richtig unter Kontrolle über die Maschine nicht, gell? Also schaut man auf die Außenview. Das ist nämlich auch ganz gut. Zum Genießen der Gegend ist es natürlich wesentlich schöner, wenn man die Außenview nutzt. Aber trotzdem muss ich sagen, ach ja. Vor allem sieht man dann auch die ganzen Klappen und die Triebwerke und so weiter. Was machen wir? Ich hab nicht aufgepasst, was machen wir jetzt? Verdammt. Wir fliegen einfach mal hinterher. Gut, dann fliege ich ein bisschen tiefer. Um nicht entdeckt zu werden. Ja, da kann ich ein bisschen runter, ich schaffe. Oh. Abgeworfen. Successfully delivered, Rowan. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. Aufs Land bin ich auch schon gespannt. Ein Rennen zum Flugplatz. Aber dann komm her, mein Freund. You wouldn't really do that to me, would you? Also muss aufpassen, da links der Flughafen. Vorher über die Brücke auch unterfliegen können, ob das eher zum Crash führt. Nein, traue mir jetzt ehrlich gesagt nicht, solange ich das Feeling noch nicht habe. Da ist noch mitten ein Baum im Weg. Nein, das lassen wir lieber. Ah, ist das herrlich, oder? Ist das herrlich da mit dem Sonnenuntergang? Eigentlich muss es so ein Aufgang sein, oder? Osten. Oh, da könnte man unten durch, schau. Na, doch nicht. Muss ich aufpassen, wo diese Landebahn ist, die ist dann links, und da müssen wir entsprechend landen und das Fahrwerk ausfahren, darf ich nicht vergessen. Vor allem in der Mitte, neben dem künstlichen Horizont, wo der Höhenmesser ist, ja, da ist eh das Gear-Up-Symbol, das heißt, das Fahrwerk ist drinnen. Kann ich auch mit der Außenview checken, eh ganz klar. So, da ist die Landebahn, ich glaube, das ist die, oder? Ja, das müsste das sein. Jetzt schauen wir, ob wir mit der Cockpit-View schön reinkommen. Der Fahrwerk ist draußen. Boah, der Motor ist aus! Oh, oh, ah, warte, das muss ich nochmal anfliegen, das war jetzt nicht schön, da muss ich nochmal runter fliegen. Das fliegen wir nochmal schön an. Wenn, dann müssen wir schon ordentlich landen, gell? Also so, achso, da werde ich das Rennen aber verlieren. Ach du Scheiße. Das habe ich wieder nicht gedacht. Da grüßen die, ja, das ist ewig. Ah, da kommt er schon. Wow. Wow. Was für ein Schwanz haben? Mayday, 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 Mayday! Ey, dann ist einfach das Wurscht da. Zack, ja. Geh in die Garage rein, geh in die Garage rein. Im Hangar, es ist ja toll, dass man mit dem Flugzeug rückwärts fahren kann. So, rein da. Wunderbar. Ostrennen landen. I think that was adequate restitution for my impotent rage statue. That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might. Yeah,
I mean, I will. Good idea. Ja, ich wollte gerade sagen, könnte ich oder sollte ich? Because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns. Trevor Phillips Industries. Technical expertise, managerial innovations. Unstoppable. Oh, that's right. Now go. I need to meditate. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt die Möglichkeiten, hier am Flugplatz regelmäßig solche Waffenlieferungen zu machen, sprich rauszufliegen und dann entsprechend ja, Dinge abzuwerfen. Da gibt es verschiedenste Sachen, das werden wir im Laufe der Zeit dann sehen. So, Garagen können wir kaufen und so weiter und so fort. Das wird hier erklärt natürlich, wo man Fahrzeuge speichern kann. Aber dann haben wir eben diesen Flugplatz. Da kann man natürlich auch ja, eben also Kinos kaufen und dergleichen oder so Veranstaltungsräume, dass man auch Einnahmen hat und so weiter. Also im Prinzip ist das Ganze nicht nur ein Ego-Shooter, sondern auch ein Third-Person-Shooter und ein bisschen so Rollenspiel schon fast und ein bisschen Wirtschaftssimulation. Also Möglichkeiten wirklich ohne Ende bei GTA 5. Das ist total faszinierend, was die da eigentlich reingepackt haben da. Ja, das kann natürlich, das kann sicher der Trevor kaufen. Oder, na warte mal, das wird eher der Michael sein, der da ein bisschen bei den Drogen ist, gerade. So, wenn ich diesen Hangar kaufe, kann ich Schmuggelmissionen für Oscar erledigen. Dann werden wir den Hangar natürlich gleich kaufen. So, Bestand ist schon mal gut. Und Kopfschüsse, auch wieder zu wenig. Ah, das ist Aiming. Gut, aber um dieses Zeug zu kaufen, da brauche ich jetzt nur daherfahren, dahergehen. Achtung, zup. So, Kaufpreis $150,000, den habe ich. Und Kauf bestätigt. Die Bude, Bude gehört es mir. Yeah, Oscar, what's up? Oh, I'm keeping it tranquilo, bro. You know, I mean, demand is crazy down south, man. Crazy. Yeah, well, you know, the feds, they're not supplying the arms to the Mexican criminals, so someone's gotta step it. Oh yeah, they need guns, bro. So many guns. Luckily for us, they're easily acquired up here. Yeah, well, that's our freedom's gift to the world, right? Ja, also ich gesagt, das heißt diese. Der Feldhanger gehört mir und jetzt haben wir ein Unternehmen, wo wir Waffen transportieren und Immobilie gekauft. Ja, jetzt schaut das Konto schon ein bisschen schlecht aus. So, und die Maut und wie auch immer die heißt, hat man auch nicht geschickt. Die hat jetzt zum Beispiel den ersten, der zum Suchen ist. Warum ist das Display eigentlich kaputt bei diesem Handy? Furchtbar. So, jetzt kurz mal da die ganzen letzten noch Sachen lesen da. Karabiner verfügbar, bla bla bla. So, und da haben wir schon was. Ralf Ostrowski. Hey, Trevor, ich würde darüber informiert, dass dieser Gestrauchelte sich beim Steinbruch versteckt. Er wird wahrscheinlich abhauen. So schaut der Typ aus. Ralf Ostrowski. Der ist im Steinbruch. Und das ist eben die Sache. Man bekommt hier die Map gezeigt. Also das Ziel, den Zielort, den vermeintlichen. Und muss das dann finden hier auf der Karte. Gott sei Dank ist ja bei GTA 5 seine Karte in Papierform mit dabei, denn ich glaube, dieser Steinbruch ist irgendwo da in der Ecke oder irgendwo. Also das Gebiet muss man sich entsprechend erst freischalten, um das eben dann so machen zu können. So, was haben wir denn da jetzt? Da haben wir Hangar bei Sandy Shores. Und das ist mein Hangar da hinten. McKinsley. So, was gibt es da sonst noch? Könnt ihr alles kaufen da? Hookies und so weiter und so fort. Ja, kaufe ich jetzt aber nicht natürlich, weil ich keine Kohle habe. Und weil ich es jetzt eh nicht brauche. So, für dieses Mal soll es auch genug sein. Genug mit Trevor hier herumgesaut. Freue ich mich über Feedback, Kommentare zum Video. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei GTA 5 mit den drei verrückten Typen, Franklin, Michael und Trevor. Na, mit vier Verrückten, nämlich mich auch noch. So, das war's. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.